Herzlich willkommen zu Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben auf www.jolmediatv.de zu unserer Serie über die Geschichte der Reformation. Auch heute wollen wir Jahr für Jahr chronologisch voranschreiten und sehen, was in der Weltgeschichte und im Leben von Martin Luther und vielen anderen Reformatoren passiert ist. Und wie wir das schon zur Gewohnheit haben, wollen wir mit einem Gebet diesen Teil auch beginnen. Dazu lade ich Sie, liebe Zuschauer, ganz herzlich auch mit ein. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass wir jetzt zu dir kommen können und lernen können aus der Geschichte. Bitte sei du mit deinem Heiligen Geist gegenwärtig und gib, dass wir erkennen, wie sehr du die Geschichte lenkst und wir daraus schlussfolgern können, wie sehr du auch unser Leben lenkst und leitest. All das bitten wir im teuren Namen Jesu. Amen. Teil 4. 1491 bis 1493. Zeitalter der Entdeckungen. Im Jahre 1491 wurde am 14. Februar Johannes Lening in Butzbach, nördlich von Frankfurt, geboren. Auch er wird einmal eine Rolle spielen in dieser Reformationsgeschichte. Im April war es dann soweit, der finale Angriff auf das immer weiter geschrumpfte Emirat von Granada sollte beginnen. Die spanischen Könige von Aragon und Kastilien hatten Stück für Stück in den letzten ungefähr 10 Jahren dieses letzte verbleibende Emirat, die letzte Festung der muslimischen Bewohner Iberiens, also der Halbinsel Spaniens, besiegt und verkleinert. Und jetzt blieb nur noch ein kleines Stück dieses Emirats um die Stadt Granada übrig. Und am 11. April begann die Belagerung eben dieser Hauptstadt Granada. Von dem bekam man in Mansfeld natürlich relativ wenig mit. Hans Luther, der fleißige und arme Bergbauer, Vater von Martin Luther, war ein äußerst angesehener Bürger, obwohl er sehr arm war und die Familie wirklich zu knabbern hatte, dass sie über die Runden kam, war die Aufrichtigkeit und die Rechtschaffenheit von Hans Luther weit bekannt. Das führte dazu, dass er in jenem Jahr zu einem der 4 Männer in Mansfeld wurde oder in diesem Jahr als einer der 4 Männer bekannt ist. Als 4 Mann war man der Vorsteher sozusagen eines gewissen Stadtteils oder eines Dorfteils, eines Viertels. Und in dieser Funktion sollte er also die Belange von bestimmt einigen 100 Bewohnern gegenüber dem Rat der Stadt vertreten, was also zeigt, dass man ihm Vertrauen entgegenbrachte, diesem doch sehr strengen, aber sehr gläubigen und aufrichtigen Vater von Martin Luther. Der wurde eingeschult am 12. März 1491 oder 1490, je nachdem mit welchem Geburtsdatum man arbeitet von Luther. Er war jedenfalls 7 Jahre alt und er ging dann in Mansfeld in die dortige Elementarschule. Die wurden damals Lateinschulen genannt, weil man von Anfang an den Kindern Latein beibrachte. Latein war die Sprache überhaupt für die Wissenschaft, für die Theologie. Das Latein damals war natürlich längst nicht mehr so brillant wie das klassische Latein, das noch ein Cicero 1500 Jahre vorher gesprochen und geschrieben hatte und das man erst langsam wiederentdeckte durch den Humanismus. Aber das Latein war trotzdem eine Sprache, in der man auch in der spätmittelalterlichen kirchlichen Fassung doch Gedanken recht präzise ausdrücken konnte. Und so sollte das von Anfang an den Kindern eingebläut werden. Schon der Unterrichtsbeginn war Latein gehalten. Man sang ein geistliches Lied, ein Kirchenlied, zum Beispiel Komm, Heiliger Geist. Und trotzdem ging es in diesen Schulen nicht immer besonders friedlich zu oder so, wie man es mit dem Heiligen Geist in Verbindung bringen würde. Die Kinder wurden oft geschlagen. Es gab ein ausgesprochenes Leistungsdenken. Der schlechteste Schüler bekam stets einen hölzernen Esel umgehängt.
Und wer nicht wirklich antworten konnte, der wurde oftmals regelrecht geprügelt. Die Strenge hat vor allem dem sensiblen Martin Luther sehr zugesetzt. Zunächst einmal mussten die Kinder natürlich das ABC lernen. Dazu gab es dann eine Fibel. Man nannte sie deswegen auch die Fibulisten. Und als man dann lesen konnte soweit, kam die Grammatik dran. Und da gab es dann ein Lehrbuch hier, das sogenannte Werk Ars Minor von Aelius Donatus. Deswegen nannte man dann die Kinder in jener Klassenstufe oder in jener, in jedem Level die Donatisten. Und die mussten dann die Fälle, die Deklination, die Konjugation, all das lernen. Und wer Latein gehabt hat, der kann sich einen Spaß machen. Und hier auf diesem Video, bei dieser eingeblendeten Folie, jetzt dann auf Stopp drücken und sich das alles mal durchlesen. Das war ein einfaches Frage-Antwort-Prinzip. Und das wurde den Kindern regelrecht eingebläut. Die mussten das auswendig lernen, ob sie es verstanden oder nicht. Dem Luther ist dann etwas ziemlich Dramatisches passiert. Er wurde als kleiner Schüler zu diesen Dingen befragt, bevor er sie gelernt hat im Unterricht. Und weil er nicht antworten konnte, weil er nicht konjugieren und deklinieren konnte, ist er mit 15 Schlägen bestraft worden. Und das hat den sensiblen Martin ganz schön mitgenommen, weil er natürlich zu Recht empfand, dass es vollkommen ungerecht sei, jemanden zu bestrafen, weil er etwas nicht könne, was er noch gar nicht gelernt hat. Aber das war die Zeit. Es war den Schülern bei Strafe verboten, Deutsch zu sprechen. Es gab nur wenige Ausnahmen, wo dann der Lehrer mal bestimmte besonders komplizierte Sachverhalte auf Deutsch erklärte, aber normalerweise sollte Latein gesprochen werden. Und es gab ein regelrechtes Bespitzelungssystem, so dass ein Schüler, der sogenannte Wolf, darauf achtete, dass seine Mitschüler alle Latein sprachen, und er führte den sogenannten Wolfszettel. Wenn er dann bemerkte, dass ein Mitschüler Deutsch redete, notierte er das und brachte dem Lehrer die Kunde, und entsprechend gab es dann die Bestrafungen. Und Luther musste natürlich einiges geschrieben über diese schreckliche Schulzeit. Hier ein Originalzitat von ihm: Da wir innen gemartert sind über den Casualibus und Temporalibus, da wir doch nichts, denn eitel nichts, also ein Lutherdeutsch für Nichtiges, gelernt haben durch so viel Stäupen, Zittern, Angst und Jammer. Er hat bemerkt, dass die überharte Strenge der Lehrer eigentlich sogar das Gegenteil bewirkt hat von dem, was man wollte. Man hat oftmals Dinge überhaupt gar nicht erst verstanden, weil man so viel Angst hatte vor den Lehrern. Das Lesebuch in seiner Schulzeit, zumindest in den unteren Klassen, war die Disticha Moralia von Dionysius Cato. Das waren so einfachste Sätzchen, so Sprüche, Sinnsprüche, Weisheiten, Deo Supplica, das heißt, bete zu Gott, oder Parentes Ama, liebe die Eltern, oder unten Foro Pare, halte dich vom Marktplatz fern. So einfachste Dinge, an denen dann die Schüler die ersten Kenntnisse der lateinischen Sprache üben sollten. Und den Kindern wurden auch natürlich verschiedene religiöse Dinge beigebracht. Kirche und Staat waren eng miteinander verknüpft. So lernte man zum Beispiel auch das Vaterunser auswendig, das Paternoster, das in der lateinischen Fassung nicht ganz übereinstimmt mit dem Original. Vor allem, wenn es um das Brot geht, das übernatürliche Brot oder das Supersubstantialem, wie es im Latein heißt, aber eigentlich nur das tägliche Brot ist, wie es im Deutschen heißt, hier in Matthäus 6, unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden, unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das waren so einige der frühen religiösen Eindrücke, die der Martin Luther in der Schule empfing. Es gab dort auch Schulgottesdienste, während deren die Liturgie eingeübt worden ist, die Responsorien und die verschiedenen Zeremonien der römischen Kirche. Der Martin Luther hat dadurch als Kind schon viele Glaubensinhalte kennengelernt, ohne dass er sie theologisch erklärt bekommen hat, sondern einfach durch die Gottesdienstpraxis. Und das war so diese ganz typische, weit verbreitete Volksfrömmigkeit, die das einfach so aufgenommen hat, und durch das Gebet und durch das Singen und das Responsieren
im Gottesdienst diese bruchstückhaften Ideen, theologischen Ideen aufgenommen haben. Nun, weiter im Jahr 1491, am 3. Mai, verzeichnen die katholischen Missionare, die zuvor in den Kongo gereist sind, einen ersten spektakulären Erfolg. Der König von Kongo, Nkuvu Nzinga, lässt sich taufen mitsamt des Hofstaates und auch seine Frau besteht auf eine katholische Taufe. Er nennt sich jetzt zu Ehren des portugiesischen Königs João der Erste. Und es kommt zunächst zu einem recht fruchtbaren kulturellen Austausch zwischen den Kongolesen und den Portugiesen, die dort auch reihenweise Rohstoffe und auch Sklaven dann zum Teil mit nach Portugal bringen. Am 31. Mai 1491 wird in Loyola, im Königreich Kastilien in Spanien, an der Küste beinahe gelegen, ein Kind geboren, Inigo López de Loyola, später bekannt als Ignatius von Loyola, im Jahre 1491 geboren. Im Herbst des Jahres 1491, am 28. Oktober, fand man im Erzgebirge Silber am Schreckenberg und das löste den sogenannten, das große Berggeschrei aus, fast so ein bisschen wie ein Goldrausch in späteren Zeiten. Und in Massen kamen Menschen und bevölkerten jetzt das vorher relativ dünn besiedelte Erzgebirge. Und der Bergbau hatte absolute Hochkonjunktur, so wie auch ja im Harz, dort wo Hans Luther tätig war. Am 7. November, kam es zu einem Friedensvertrag zwischen dem Maximilian I., dem Erzherzog von Österreich, und Wladyslaw II., der als König von Böhmen und Ungarn ja jetzt regierte. Maximilian hatte, nachdem Wien wieder zurückerobert worden war von den Ungarn, versucht, einen Gegenangriff zu starten und war in ungarisches Gebiet eingefallen, konnte allerdings sich dort nicht behaupten, musste sich zurückziehen. Und so kam es zum Friedensvertrag. Und in diesem Friedensvertrag wurde festgehalten, dass die Österreicher den Wladyslaw als König von Böhmen und Ungarn akzeptieren und auch garantieren. Das allerdings sollte er keinen männlichen Nachfolger haben, dass Erbrecht an die Habsburger übergehen würde. Und das sollte sich noch als folgenschwere Vereinbarung erweisen. Am 11. November wurde in der damals recht bekannten und wichtigen Reichsstadt Schlettstadt im Elsass, die damals auch eine Hochburg des aufkeimenden Humanismus war, Martin Bucer geboren. Und dann ebenfalls im November kam es zu einer wirklich desaströsen Aktion in Spanien. Etliche spanische Juden, einige von ihnen bereits zwangsweise bekehrt, übergetreten zum Christentum, wurden angeklagt, angeblich Monate zuvor ein christliches Baby am Karfreitag gekreuzigt zu haben. Es gab dafür keine Beweise, man hatte keinen Leichnam, man hatte keine Augenzeugen. Es basierte auf äußerst fragwürdigen Indizien, dieser Prozess, der geführt worden ist. Aber man befand dann zwei Juden für hauptschuldig, die unter Qual und Tortur, unter Folterung ausgesagt hatten und sich gegenseitig beschuldigt hatten, in der Hoffnung, dadurch freizukommen, was man ihnen in der Inquisition versprochen hatte. Aber das war nur eine Falle, die die Inquisition gelegt hatte. Und so wurden dann am 16. November insgesamt 9 Juden hingerichtet. Das bildete den Auftakt für eine beispiellose Judenverfolgung in Spanien, die dramatisch gewesen ist. Der Volkszorn wurde aufgewiegelt gegen die Juden und das sollte noch weitreichende Konsequenzen haben. Tomás de Torquemada, der Großinquisitor für Spanien, der die spanische Inquisition leitete, nutzte diese Gelegenheit und ging jetzt mit Härte gegen Juden vor, vor allem auch gegen Christen, die ihren ehemaligen jüdischen Glauben immer noch geheim praktizierten. Am 25. November wurde in Uhingen, in der Grafschaft Württemberg, Martin Kless geboren und auch er jemand, der später in der Reformationsgeschichte von Bedeutung sein wird.
Und dann am 25. November war es soweit, die spanischen Armeen hatten den Belagerungsring so eng gezogen, dass die Moslems in Granada keine Chance mehr hatten, auszuhungern drohten und Muhammad XII., der Emir von Granada, auch von den Spaniern Boabdil genannt, übergab dann oder unterzeichnete die Übergabeurkunde, der Vertrag von Granada. Dort sagte man den Moslems zu, dass sie in Granada bleiben könnten, in diesem Gebiet, das ja auch von der spanischen Seite Al-Andalus genannt war. Und dass man niemanden zwingen würde, zum christlichen Glauben überzutreten. Und dass einige der Würdenträger auch eine in geringem Maße eine Herrschaft hier und dort in lokalem Umfang behalten dürften. Und unter diesen Umständen, unter diesen Bedingungen, war der Emir bereit, die letzte Festung der Muslime in Westeuropa aufzugeben. Hier haben wir eine Kopie des Vertrages, der Weltgeschichte gemacht hat, durch diesen Umstand. Und schlechte Nachrichten gab es für Maximilian dem I. Er war ja verwitwet, nachdem die Herzogin von Burgund, die wir in der ersten Folge gesehen haben, gestorben war nach einem Reitunfall. Er hatte dann eine zweite Frau geheiratet per Handschuhehe. Das war ein relativ gängiger Brauch, bei dem man nicht gegenwärtig war, sondern einen Stellvertreter geschickt hat. Und er hatte Anne de Bretagne geheiratet, eine Jugendliche noch. Und die Ehe war noch gar nicht vollzogen worden, als er hörte, dass der französische König Karl VIII., selbst noch relativ jung, genau diese Bretagne jetzt angriff und seine juristisch schon angeheiratete Frau Anne für sich beanspruchte, die quasi raubte und selbst heiratete. Das war deswegen auch problematisch, weil Karl VIII. Eigentlich die Tochter von Maximilian heiraten sollte. Also ein ziemliches Durcheinander. Und für Karl stellte sich das dann so dar, dass er einfach die Anne nahm, heiratete und den deutschen König Maximilian vor vollendete Tatsachen stellte, löste eine wirkliche diplomatische Krise aus zwischen diesen Nationen. Ebenfalls aus dem Jahre 1490 stammt eine der berühmtesten Karten von Mitteleuropa, die sogenannte Cusanus-Karte. Hier kann man sich ein Bild davon machen, wie die Zeitgenossen Mitteleuropa sahen in jener Zeit. Ebenfalls in diesem Jahr, auch wenn das Geburtsdatum nicht genau bekannt ist, wurde Peter Becker geboren in Köslin und Johann Lachmann in der freien Reichsstadt Heilbronn. Von Girolamo Savonarola ist zu berichten, dass er jetzt, nachdem er sich wieder in Florenz festgesetzt hatte seit 1490, nachdem er zuvor ein paar Jahre auf Wanderschaft auch gewesen war an anderen Orten, er jetzt im Jahre 1491 zum Prior, das heißt zum Obersten des Dominikanerkonventes in Florenz wurde. Damit war ihm jetzt die Leitung der theologischen Ausbildung übertragen und er konnte wirklich effektive Reformen, die er vorher schon gepredigt hatte, anfangen durchzusetzen. Sein Einfluss wuchs und wuchs mit jedem Jahr. Eine Person, die wir noch vorstellen wollen hier, ist Jacques Lefebvre d'Étable, auch bekannt unter seinem lateinischen Namen Jacobus Faber Stapulensis, der an der französischen Universität in Paris an der Sorbonne Philosophie unterrichtete. Sein Alter ist nicht genau zu ermitteln, die Daten schwanken etwas, aber im 1491 unternahm er eine erste große Bildungsreise, eine seiner wichtigsten Bildungsreisen nach Italien. Lefebvre war einer der ersten Gelehrten in Frankreich überhaupt, der Altgriechisch gelernt hatte und er hatte auch vorher Theologie studiert, war Priester gewesen und er wollte jetzt in Italien sich mehr über den Humanismus noch informieren, diesen Humanismus besser kennenlernen und er kam nach Padua in die Republik Venedig und hat dort große Einflüsse aufgenommen und Impulse mitgenommen und Lefebvre wird auch noch von großer Bedeutung sein. Wir halten ihn im Hinterkopf. Kommen ins Jahr 1492, ein Jahr, das in mehrerer Hinsicht Weltgeschichte geschrieben hat. Schon am 2. Januar wurde, wie im Vertrag von Granada vorgesehen, die Stadt Granada übergeben. Der Emir zog mit dem letzten Aufgebot hinaus und die katholischen Könige von Aragon und Kastilien, die spanischen Könige, übernahmen jetzt
diese letzte Bastion der iberischen Halbinsel, die letzte muslimische Bastion. Damit waren 800 Jahre Islam in Spanien beendet. Die Reconquista, die Wiedereroberung der iberischen Halbinsel, war zu Ende gekommen. Nur wenige Tage später traf dann Kolumbus die beiden Könige in Córdoba und schlug ihnen jetzt persönlich die Expedition vor, die schon so oft sowohl in Portugal auch als am spanischen Königshof abgelehnt worden war. Und diesmal waren die Könige einverstanden und sie erlaubten ihm, diese Expedition zu unternehmen und sagten ihre Unterstützung zu. Es waren dieselben Könige, die nur kurze Zeit später am 31. März ein schreckliches Edikt erließen, das sogenannte Alhambra-Edikt. Damit wurden alle Juden in Spanien aufgefordert, das Land binnen vier Monate zu verlassen. Und damit setzte eine der größten Bewegungen des jüdischen Volkes in der Geschichte fast ein. Alle Juden, die sich nicht taufen lassen wollten, wurden damit aus dem Land verwiesen. Das betraf auch Leute wie Isaac ben Judah Abravanel, von dem wir in der ersten Folge schon hörten, der als Berater am Königshof tätig war, als Finanzier und vermutlich auch mit Kolumbus verhandelt hat. Er versuchte, seinen Einfluss und auch sein Geld einzusetzen, um irgendwie hier noch zu verhandeln, aber all das scheiterte. Die Inquisition hatte so einen starken Griff auf diese sogenannten katholischen Könige, dass auch er nichts ausrichten konnte und er sich überlegen musste, wohin er jetzt fliehen sollte. Die spanischen Könige waren also bereit, zum Teil ihre besten Leute aus dem Land zu verweisen, weil sie nicht den richtigen Glauben hatten, ihrer Meinung nach. Tatsächlich mussten Juden ab dieser Zeit sogar ein besonderes äußeres Erkennungsmerkmal tragen, sodass man die Juden sofort erkennen konnte. Und da sieht man schon, wie weit zurück dieser Judenhass, den man später auch in der deutschen Geschichte gesehen hat, zurückgeht in das Mittelalter. Eine ziemlich traurige und dramatische Geschichte. Am 4. April 1492 wurde Ambrosius Blara geboren in Konstanz. Sein Vater war Kaufmann und Ratsherr, also er kam aus der Oberschicht und auch ihn werden wir weiter verfolgen in dieser Serie. Genauso wie einen jungen Mann, der 1491 schon in seinen frühen 20ern war. Ein Mann, der in den Niederlanden geboren war, in Rotterdam höchstwahrscheinlich, deswegen ist auch später sein Name so gewesen. Sein Name war Erasmus und im Jahre 1492 wurde er zum Priester geweiht. Seine Geschichte ist interessant, er war der Sohn eines Priesters aus Gouda in den Niederlanden, ein unehelicher Sohn. Die genauen Verhältnisse seiner Geburt sind etwas verworren. Wohl hat sein Vater seine Mutter kennengelernt. Der Vater hat seine Freundin geschwängert. Und bevor sie geheiratet haben, was damals eine Schande war natürlich, hat sich dann von ihr getrennt, ist nach Rom gegangen, hatte gehört, dass sie gestorben sei. Und sein Vater hatte dann den Schritt in das Kloster gegangen, hatte das Zölibat geschworen, um dann herauszufinden, dass die vermeintlich tote Freundin doch noch lebte. Und so zog man gemeinsam den Erasmus auf, ohne zu heiraten, weil der Vater seinem Eid treu bleiben wollte. Beide Eltern starben relativ früh und der junge Erasmus ist dann auf Drängen auch der Verwandten in so ein Kloster gegangen, nicht als Mönch, sondern als Kanoniker, also das Chorherr, das war jemand, der auch in einer kirchlichen Institution an der Liturgie teilnahm und dort sozusagen sein Leben verbrachte, ohne ein echter Mönch zu sein. Erasmus war den Augustiner Chorherren beigetreten, das waren Regularkanoniker, weil sie nach einer Ordensregel tatsächlich lebten, nach dieser Regel deswegen Regularkanoniker. Und der Erasmus war ein
äußerst brillanter junger Mann, dem dieses kirchliche Leben, dieses Ordensleben überhaupt nicht zusagte. Er hatte einen äußerst scharfen Humor, ein brillanter Satiriker, und schon einer seiner Lehrer, als er noch ein Kind war, hatte gesagt, dieses Kind wird den höchsten Gipfel der Bildung erreichen. Jetzt war er erst einmal zum Priester geweiht und sah erstmal keine andere Zukunft, als in der Kirche die vorgeschriebenen Gebete und Liturgien zu feiern. Übrigens war einer seiner Lehrer als Kind auch Agricola gewesen, der Rudolf Agricola, von dem wir hier schon auch in der Serie gesprochen hatten, als dem deutschen Pionier des Humanismus, von dem Erasmus einige wichtige Impulse aufgenommen hatte. Am 17. April 1492 schloss dann Kolumbus einen Vertrag mit den Königen von Spanien, die sogenannte Kapitulation von Santa Fe, wie wir hier auf dem Bild sehen können. Und da nahm er sich einige Rechte raus, die alle bestätigt wurden, nämlich, dass wenn er Land entdecken würde, dass er sich Admiral des Ozeans nennen dürfte, was gleich eine Erhebung in den Adelstand bedeutete. Er dürfte den Titel Vizekönig und auch Generalgouverneur tragen und dürfte sich dann Don nennen. Und verschiedene andere Rechte, wie zum Beispiel, dass er oberster Richter über alle Streitigkeiten in den neu entdeckten Ländern sein dürfe. Und das haben die Könige alles unterschrieben. Am 25. Juli starb dann der Papst Innozenz VIII., der diesen infamen Kreuzzug gegen die Waldenser geführt hatte, von dem wir letztes Mal gehört haben. Und das Spannende an dieser Sache war, dass sein Todesdatum exakt wohl vorhergesagt worden ist von Girolamo Savonarola im kleinen Kreis. Als das bekannt wurde, begannen die Leute zu glauben, dass es sich bei Savonarola um einen echten Propheten handelte, und er bekam jetzt einen immensen Zulauf und war weit über die Grenzen von Florenz, das ja ohnehin recht bekannt war und weltberühmt, ein bekannter Mann und Prediger. Am 31. Juli lief dann das Ultimatum für die taufunwilligen Juden Spaniens ab, und viele von ihnen gingen nach Portugal, andere in das Osmanische Reich oder in andere Länder Europas. Der osmanische Sultan, Bayezid II., sah die Gelegenheit und bot an, viele Juden mit Schiffen in sein Reich, ins Osmanische Reich, bringen zu lassen, vor allem nach Thessaloniki und nach Izmir. Und er soll gesagt haben, dass die spanischen Könige sehr töricht seien, wenn sie ihre besten Bürger aus dem Land vertreiben, um sie in die Hände des ärgsten Feindes zu geben. Auch Abravanel musste fliehen, und er ging zunächst einmal in das Königreich Neapel, wo er dort als Berater des Königs tätig wurde. Am 3. August war es dann soweit. Cristoforo Colombo, oder Christoph Kolumbus besser bekannt unter diesem Namen, begann mit 3 Schiffen seine Reise gen Westen im Dienste der Krone von Kastilien. Hier die Karte, die er verwendete. Und das dauert natürlich einige Tage und Wochen, erstmal jetzt über diesen Atlantischen Ozean zu segeln. Währenddessen trafen sich die Kardinäle in Rom in der Sixtinischen Kapelle. Es war das erste Konklave, das in dieser Kapelle stattfand. Und es waren 2 Kardinäle, die großen Einfluss ausübten und die 2 gewaltige Fraktionen gegeneinander führten. Der erste war Giuliano della Rovere, 48 Jahre alt und Neffe des vorhergehenden Papstes, nämlich von Sextus VI., der auch die Sixtinische Kapelle erbaut hatte. Und er wurde von einigen der mächtigsten Nationen der damaligen Zeit unterstützt. Von Venedig, Florenz, Neapel und vor allem auch von Frankreich. Er war ja bereits in der Regierungszeit des letzten Papstes, Innozenz VIII., der eigentliche Strippenzieher hinter den Kulissen, weil ja Innozenz VIII. Ein recht kränklicher und schwacher Papst war. Und er war eigentlich prädestiniert, jetzt die Rolle des Papstes zu übernehmen. Auf der anderen Seite, die Gegner wurden angeführt von Ascanio Sforza. Der war Bruder des Herzogs von Mailand, war allerdings zu jung, um selbst Papst zu werden. Außerdem war seine Nähe zum mailändischen Herzog etwas problematisch. Und so kam man auf eine interessante Idee.
Er wollte zwar formal auf den Papsttitel verzichten, aber quasi Papst im Hintergrund werden und jemand anderes sollte quasi ein Marionettenpapst für ihn werden. Und zwar derjenige, der bereits als Reichskanzler fungiert hatte. Sein Name war Rodrigo Borgia. So sagt es hier Giovanni Lorenzi, der Humanist, der Vizekanzler und Ascanio haben den Weltkreis untereinander aufgeteilt. Und zwar wie folgt. Der Vizekanzler soll Papst werden, Ascanio aber Überpapst. Rodrigo Borgia oder auch Rodrig Lanzol il de Borgia, wie er eigentlich mit katalanischem Namen hieß, weil er aus Spanien kam, wurde dann tatsächlich nach Zahlung immenser Gelder und Bestechungssummen Papst. Tatsächlich wird berichtet, dass allein an die Familie Sforza 4 Eselladung mit Gold bekam, die am helllichten Tag völlig ungeniert in die Burg des Herzogs Sforza hineingebracht wurden. Es war allgemein bekannt, dass Borgia, der als einer der reichsten Europäer überhaupt galt, weil er gleich 30 Bistümer unter sich hatte und all die Pfründe kassierte, dass er diese Wahl eindeutig gekauft hatte. Er wählte den Titel Alexander VI. In Anlehnung an Alexander den Großen. Und entsprechend waren seine Ambitionen. Mit ihm ging das Papsttum, was die Moral angeht, vielleicht auf ein Allzeittief. Bei seiner Krönung gab es folgenden Text, und das ist keine Erfindung, sondern geschichtlich verbürgt. Rom hat groß einen Cäsar gemacht, nun hebt Alexander kühn es zum Gipfel empor. Mensch jener, dieser ein Gott. Er wurde bei seiner Krönung tatsächlich als Gott bezeichnet. Und das, obwohl er schon als Prälat, als ein äußerst unmoralischer Geistlicher galt, der das auch noch ganz offen zur Schau stellte, wie viele Renaissance-Geistliche seiner Zeit, die kein Problem hatten, sich mit der Geliebten ganz öffentlich zu zeigen. Und so galt das auch bei Alexander. Und diese Worte erinnern natürlich an die Warnung von Paulus über den Mann der Sünde, der kommen würde, in 2. Thessalonicher 2, Vers 4, wo es heißt, er ist der Widersacher, der sich erhebt über alles, was Gott oder Heiligtum heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt und vorgibt, er sei Gott. Das Papsttum war hier wirklich auf den tiefsten Stand seiner Geschichte herabgesunken. Am 24. August desselben Jahres wurde Bartholomäus Rieseberg in Mieste geboren und Michael Celius am 7. September als Sohn eines Bäckers in Döbeln im Herzogtum Sachsen und Georg Röhre in Deggendorf am 1. Oktober. Also alles Männer, die noch eine Rolle spielen werden. Und dann am 12. Oktober war es soweit. Nach langer Reise, die beinahe kurz zuvor abgebrochen wäre, weil die Mannschaft schon meuterte und Angst hatte, dass man vielleicht doch noch über den Rand hinunterfallen könnte, weil man sich nicht sicher war, ob die Welt wirklich eine Kugel ist, erreichte Christoph Kolumbus am 12. Oktober Land. Guanahi nannte man das damals. Heute nennen wir diese Inselgruppe die Bahamas. Und er glaubte natürlich, Ostasien erreicht zu haben. Und Ostasien galt damals als, der Name war Indien. Deswegen benannte er die Ureinwohner einfach als Indianer. Und glaubte, er hätte hier Ostasien erreicht. Tatsächlich war er der Entdecker des neuen Kontinents, zumindest für das christliche Abendland. Es ist mittlerweile heute erwiesen, dass die Wikinger schon viele Jahrhunderte vorher dort gewesen sein müssen. Und von diesen ersten Inseln, die er San Salvador und nannte, ging er dann weiter und entdeckte die große Insel, die wir heute Kuba nennen. Und hier sahen seine Männer zum ersten Mal Tabak und rauchende Ureinwohner. Bis dahin war das vollkommen unbekannt in Europa gewesen. Und das hätte man eigentlich auch unbekannt sein lassen können. Und so wurde Kuba entdeckt. Und am 7. November kam es zu einem Zwischenfall in Deutschland. Der sogenannte Meteorit von Ensesheim sorgte für eine Sensation. Hier eine zeitgenössische Grafik dieses Gesteinsbrocken, der buchstäblich vom Himmel fiel und einen kleinen Krater hinterließ.
das neu erworbene Granada sollte jetzt durch die spanischen Könige missioniert werden. Es wurde ein neues Erzbistum geschaffen, das Erzbistum Granada. Und als erster Erzbischof wurde Hernando de Talavera eingesetzt. Er war 64 Jahre alt und ein Mann von Prinzipien. Er wollte nicht, dass die Moslems mit Gewalt zum Christentum übertreten, sondern er wollte sie tatsächlich mit guter Lehre überzeugen. Er ließ ein Lehrbuch eigens dafür anfertigen und ermutigte sogar katholische Geistliche, Arabisch zu lernen, um den Moslems eine Brücke bauen zu können. Aber das stieß zum Teil auf großen Widerstand innerhalb der kirchlichen Kreise. Und er hatte Probleme, diesen Kurs dann so fahren zu können. Am 5. Dezember ging dann die Reise von Kolumbus weiter. Er erreichte die Insel Hispaniola, die er ebenfalls dort entdeckte. Und dann am 25. Dezember, 20 Tage später, erlitt sein Flaggschiff, die Santa Maria, Schiffbruch dort vor der Insel. Ein Teil der Besetzung blieb auf der Insel zurück. Man nannte den Ort La Navidad, weil es zu Weihnachten gewesen war. Und der Rest segelte dann weiter. Ebenfalls interessant im Jahre 1492 ist die Tatsache, dass Friedrich III., Kurfürst von Sachsen, als erster sächsischer Herrscher begann, Münzen zu prägen, die sein eigenes Antlitz, sein Gesicht, sein Porträt auf diesen Münzen hatten. Auch Ausdruck eines gewissen Selbstbewusstseins, das dieser junge Kurfürst hier an den Tag legte. Eine Kuriosität stellt auch der erste Globus dar, der 1492 konstruiert wurde von Martin Beheim. Freilich da noch ohne die Kenntnis des gerade neu entdeckten Kontinentes. Und er nannte ihn den sogenannten Erdapfel. Also diese Idee, dass die Erde eine Kugel sei, hatte sich schon hier und dort durchgesetzt. Auch wenn natürlich die Proportionen auf dieser Karte an manchen Stellen noch ziemlich daneben waren. Und noch eine kleine Kuriosität aus dem Jahre 1492. Nicht nur wurde Amerika entdeckt, sondern auch die Kehrwoche eingeführt in Stuttgart. Hier der Landesherr aus Württemberg gab an, folgende Satzung: damit die Stadt rein erhalten wird, soll jeder seinen Mist alle Wochen hinausführen. Die Kehrwoche datiert ebenfalls aus jenem schicksalsträchtigen Jahr 1492. Ebenfalls in dem Jahr geboren sind Wilhelm Nesen aus Nassstetten in Hessen und Jörg Kajakop aus Bornaduz aus der Schweiz im Kanton Graubünden und das sei jetzt hier besonders vermerkt, Argula von Stauf, eine Frau, die eine große Rolle in der Reformation spielen wird, auf der Burg Ehrenfels. Ihr Vater war ein Reichsfreiherr, sie kam also aus höherem Stande und wir werden auch sie weiter verfolgen. Berthold Haller wurde in Aldingen in der Grafschaft Württemberg ebenfalls geboren und wie schon angedeutet, nach der korrekten Prophezeiung über das Todesdatum des Papst des Innozentes VIII. War der Ruhm von Savonarola nicht mehr aufzuhalten. Viele glaubten, er sei ein Prophet und er beschrieb, dass er Träume gehabt habe, in denen Rom verwüstet worden sei. Seine Prophezeiungen und seine Predigten gegen die Missstände in der Kirche wurden immer drastischer und feuriger. Er predigte mittlerweile eine Theokratie unter Jesus anstelle des korrupten Kirchenregimes. Jacques Lefebvre war auch in diesem Jahr wohl unterwegs in Italien, besuchte Rom, Venedig, Florenz und setzte sich dort auch vor allem intensiv mit Aristoteles, dem alten griechischen Philosophen, auseinander, der in der Theologie auch seiner Zeit eine große Rolle spielte. Wir werden da mehr noch zu sagen haben in kommenden Folgen, aber der auch von den Humanisten neu entdeckt wurde, nämlich losgelöst von seiner Verbindung zur kirchlichen Lehre. Und der Lefebvre hat hier wichtige Impulse aufgenommen, die später zu diskutieren gilt. Kommen wir in das Jahr 1493. Am 6. Januar wurde Olaus Petri geboren, im fernen Schweden, in Örebro. Und am 16. Januar begann dann Kolumbus seine Rückreise nach Europa, dauerte
einige Wochen, bis er dann am 4. März 1493 Lissabon erreichte und die Kunde sich jetzt in Windeseile in Europa verbreitete, dass dort diese abenteuerliche, spektakuläre Aktion des Kolumbus tatsächlich Erfolg gehabt habe. Und am 15. März, also zweieinhalb Wochen später, erreichte er dann den spanischen Hafen, Palos de la Frontera, und dort war er aufgebrochen, dort kehrte er wieder zurück. Er schrieb einen Brief an die spanischen Könige, an Ferdinand von Aragon und Isabella von Kastilien, und berichtete davon, dass er jetzt Gold liefern könnte, so viel sie bräuchten, und Sklaven, so viel sie nachfragten, und er würde gern eine neue Expedition starten, um das dann mitzubringen. Und die Könige waren ganz begeistert. Diesmal bekam er nicht drei, sondern 17 Schiffe und 1500 Leute für diese neue Expedition, die noch in diesem Jahr losgehen sollte. Diese neue Neuigkeiten, die jetzt den Kontinent überraschten, ein Westweg nach Indien ist gefunden, so glaubte man. Neue Gebiete Richtung Westen, die entdeckt worden sind. Das sorgte jetzt natürlich auch für die Frage, wem sie gehören. Und der Papst selbst, Papst Alexander VI., ließ jetzt in zwei Bullen vom 3. und 4. Mai diese Frage klären. In der ersten Bulle, am 3. Mai, die wahrscheinlich aber zurückdatiert ist, hat er sämtliche Gebiete, die Kolumbus entdeckt hatte, der spanischen Krone übergeben und die spanische Krone auch mit der Missionierung dieser Gebiete beauftragt. Gleichzeitig, weil er natürlich wusste, dass die Portugiesen neidisch sein könnten, weil die auch eine große Seefahrernation waren und sie natürlich vermutlich etwas geärgert haben, dass sie dem Kolumbus nicht geglaubt hatten, so hat er den Portugiesen auch weitere Privilegien für Afrika gegeben, wo die Portugiesen in den letzten Jahren ja relativ viel entdeckt hatten. Einen Tag später, am 4. Mai, in der berühmten Bulle Inter Cetera, teilte dann Alexander VI. Einfach die Welt auf anhand einer Linie, die er zog auf der Landkarte, und alles westlich davon würde Spanien gehören und östlich davon Portugal. Das war natürlich deswegen auch wichtig, weil es schon zuvor Verträge gegeben hatte, die auch von Päpsten bestätigt worden waren, die zum Teil noch etwas andere Regelungen vorgesehen hatten, wo es vor allem um Norden und Süden ging. Und jetzt sollte deutlich werden, dass an einem bestimmten Längengrad alles, was westlich ist, der spanischen Krone gehört. Und das hatte natürlich weitreichendste Folgen für die kommende Geschichte. Spanien stand in dieser Zeit als die Weltmacht überhaupt da, mit einem ungeheuren Potenzial, das man jetzt ausspielen konnte. Ebenfalls aufgeteilt wurde noch einmal die Frage von Burgund, wie wir das ja schon in der ersten Folge mal besprochen hatten. Dem Maximilian wurden noch einige Gebiete zurückgegeben von Karl dem 8., nachdem es ja auch diese Krise gegeben hatte. Und damit verschob sich jetzt die Grenze des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation so weit nach Westen wie niemals zuvor. Am 5. Juni wurde Jobst Koch in Nordhausen geboren. Sein Vater war Ratsmeister und damit auch ein Mitglied der Oberschicht in jener Stadt. Und am 8. Juni musste sich der alte Kaiser Friedrich, der schon 77 Jahre alt war, jetzt einer Operation unterziehen. Sein linkes Bein war krank geworden. Es hatte angefangen zu faulen. Und ein ganzes Teil war schon abgefault und man musste das Bein amputieren. Und man mag sich das gar nicht richtig vorstellen, aber die Wahrheit ist, man hat ihm das linke Bein amputiert, ohne ihn zu betäuben, bei vollstem Bewusstsein. Und es gibt sogar ein Bild davon. Und wer starke Nerven hat, darf es sich anschauen. Da sieht man den König hier auf seinem Thron mit Krone und viele Männer und Menschen, die ihn festhalten, vermutlich nicht nur unterstützen, sondern wirklich festhalten. Und dann sieht man dort zwei mit einer Säge, die sägen buchstäblich ihm das linke Bein unten ab. Das war der Stand der Medizin 1493. Und die Operation verlief sogar erfolgreich, wenn man das so sagen darf.
Aber tragisch war es trotzdem, auf jeden Fall. Am 25. Juni schob der Papst Alexander nochmal eine Bulle hinterher mit dem spezifischen Auftrag an die spanischen Könige, die neu entdeckten Gebiete dort von Kolumbus zu missionieren. Und dann einige Monate nach der Operation starb dann Friedrich der Kaiser doch an den Folgen dieser Amputation. Und sein Sohn Maximilian, der schon gewählter König war, wurde jetzt Alleinherrscher, römisch-deutscher König und Erzherzog über Österreich in alleiniger Verantwortung. Am 9. September kam es zu einer folgenreichen Schlacht in Kroatien. Kroatien gehörte damals zu Ungarn in Personalunion und die Osmanen waren weit vorgerückt in kroatisches Gebiet. Es kam zur Schlacht auf dem Kvava-Feld in der Nähe der österreichischen Grenze. Hier ein zeitgenössisches Bild. Die Osmanen besiegten die kroatische Armee, die fast ihren gesamten Adel in der Reiterei verlor und dadurch weitreichende Gebiete Kroatiens jetzt an die Osmanen abgetreten werden mussten, hatte weitreichende Konsequenzen für Kroatien. Am 25. September begann dann Kolumbus diese zweite, viel größer ausgestattete Reise, um die entdeckten Gebiete wieder zu besuchen von Cádiz aus. Und einen Tag später ließ der Papst seine vierte Bulle, die noch einmal die anderen drei Bullen zusammenfasste und die neuen Besitzansprüche in der neu entdeckten Welt regeln sollte. Nach einigen Wochen des Reisens kam Kolumbus dann wieder dort in der Karibik an, etwas südlicher als beim ersten Mal. Er entdeckte dort unter anderem Dominica oder auch Guadeloupe am 3. und 4. November. Dort lernten die Europäer auch zum ersten Mal die Ananasfrucht kennen. Und bei einigen dieser Entdeckungen gab es dann auch erste Zusammenstöße gewaltsamer Natur mit den Ureinwohnern, zum Beispiel auf Santa Cruz. Und naja, am 23. Dezember, einen Tag vor Weihnachten, veröffentlichte Hartmann Schedel seine berühmte Weltchronik, die noch einmal hier den mittlerweile überholten Stand der Wissenschaft auf der Karte zeigt, was die Kartografie der Welt betrifft. Am 27. Dezember wurde Johann Pfeffinger geboren in Wasserburg am Inn. Und all diese Personen werden noch ihre Rolle spielen in dieser sich entwickelnden Geschichte der Reformation. In Schlettstadt, wie gesagt, einer bekannten und damals berühmten humanistischen Stadt im Elsass, kam es dann zu einem kleinen Aufstand 1493. 110 Verschwörer aus dem Stand der Bauern kamen zusammen und sie wählten sich als Symbol den Bundschuh. Und sie traten gegen soziale Ausbeutung auf. Und dieser Aufstand wurde dann zu einer Keimzelle von immer wieder neu entstehenden Bauernaufständen, wie wir noch sehen werden. 1493 malt ein junger Maler dieses Selbstbildnis von sich. Er ist auf der Wanderschaft und sein Name ist Albrecht Dürer. Ebenfalls im Jahr 1493 mit unbekanntem Datum wird Peter Schade in Bruttig an der Mosel geboren und Simon Griner in Weringendorf hier auf der Schwäbischen Alb. Und Erasmus erlebt einen wichtigen Punkt in seinem Leben. Ein Jahr nachdem er zum Priester geweiht worden ist, darf er das Kloster zumindest erstmal zeitweise verlassen. Der Bischof von Cambra sucht einen Mitarbeiter, der gut in Latein ist und ein gebildeter Mann ist, und Erasmus bekommt den Job. Er bekommt dann einen Dispens, eine Erlaubnis für eine gewisse Zeit seiner geistlichen Tätigkeit nicht nachgehen zu müssen als Kanoniker. Und für ihn bedeutet es wie ein Befreiungsschlag. Er muss nicht diesem religiösen, diesen Liturgien, diesen Zeremonien eingeengt leben, sondern kann das tun, was er am liebsten tut, nämlich wissenschaftlich arbeiten, denken und beraten. Und das ist einer der ersten Schritte auf seiner Karriere.
Leiter, die wir verfolgen wollen in den nächsten Teilen dieser Serie. Die letzte Geschichte für heute stammt von Friedrich III., der in jenem Jahr 1493 eine längere Reise unternahm, und zwar in das sogenannte Heilige Land nach Palästina. Das war zu jener Zeit fast so ein bisschen ein Sport. Die Adligen machten Tourismus dort in dem Land der Bibel, und auch Friedrich III. Ließ sich das nicht nehmen und ist dort in Jerusalem auf dem Berg Zion zum Ritter geschlagen worden. Das war damals relativ üblich. Viele Adlige haben das machen lassen. Er wurde dann Mitglied des Ritterorden vom Heiligen Grab von Jerusalem. Und dort aus diesem Heiligen Land nahm er etliche Reliquien mit. Unter anderem auf der Rückreise auf der Insel Rhodos. Da erwarb er den angeblichen Daumen der heiligen Anna. Die heilige Anna, das war die vermeintliche Mutter von der Maria, die dann Jesus geboren hat. Und diese Reise hat in ihm wirklich diesen Wunsch geweckt, Reliquien zu sammeln. Er war eine richtige Sammelleidenschaft ist daraus geworden. Und die Erwerbungen von 1493 bildeten den Grundstock und auch das ein wichtiges Ereignis, das sich später in die Reformationsgeschichte mit einfügen wird. Eine Sache hat den Friedrich umgetrieben, obwohl er so ein wirklich starker Anhänger der Kirche war und täglich in die Messe ging und Reliquien gesammelt hat, war er trotzdem auch an dem Humanismus interessiert. Er wollte den bestmöglichen akademischen Standard auch in seinem Territorium haben. Das Problem war nur, es gab keine Universität im Kurfürstentum Sachsen. Es gab zwar eine sächsische Universität in Leipzig, schon seit etlichen Jahrzehnten, aber die gehörte ja jetzt seit der Leipziger Teilung, seitdem Sachsen in das Kurfürstentum und das Herzogtum geteilt war, in das Herzogtum und war nicht mehr unter seiner Ägide. Und so überlegte er sich, eine neue Universität zu gründen. Diese Pläne datieren zurück auf 1493 und die Frage war, wo? Und seine Idee war, in dem kleinen Dorf, das gleichzeitig die Hauptstadt seines wichtigen Reiches war, nämlich in Wittenberg, eine Universität zu gründen. Und dieser Gedanke allein schon ist der Reformationsgeschichte pur. Was daraus geworden ist, sehen wir dann in der nächsten Folge. Dann heißt es Feuer und Frevel, 1494 bis 1496. Bis dahin wünschen wir Ihnen, liebe Zuschauer, Gottes Segen und hoffen, dass Sie uns treu bleiben und in der nächsten Woche wieder einschalten, wenn es heißt Sola Veritas, die wahre Chronik der Reformation.